Von meiner Seite einen wunderschönen Nachmittag. Ich springe kurz auf die Moderation. Ich hoffe, Sie sehen einen schönen Bildschirm und mich Perfekt, vielleicht alles da. da. Alles da, wunderbar. Ja, einen schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Mein Name ist Andi Steinbach. Warten Sie, ich muss mich nur wegblenden, nur schnell. Kleines Moment. So. Ja, mein Name ist Andi Steinbach. Ich bin bei der Autorola Gruppe, weltweit einer der größten B2B-Händlergruppen in 19 Ländern, heute für den Consulting, für den Market Intelligence Bereich verantwortlich. Meine schätzungswerten Vorredner haben das schon angesprochen. Früher war der Gebrauchtwagenbereich so ein bisschen ein Nachzügler im Umfeld. Wenn man sich aber, und deshalb habe ich Ihnen das auch auf das erste Slide gezeigt, wenn man sich aber anschaut, dass er eigentlich im Vergleich zum Neuwagen jetzt doch durch die Krise relativ stabil gekommen ist und jetzt eigentlich das Basisgeschäft abdeckt, merkt man erst, wie wichtig er in der Praxis ist. Eines dieser Möglichkeiten sozusagen, wie Sie heute zu einem vernünftigen Wareneinkauf kommen, geht aus der Situation heraus, wir sehen das sehr häufig, wenn wir bei unseren Händlerkunden sind und auch Importeurskunden, aber speziell den vier Händlerkunden, wir hören immer wieder, ja, wir würden ja gerne, aber wir haben keine Autos. Und genau aus dem heraus würde ich Ihnen gerne heute eine Möglichkeit zeigen oder Möglichkeiten zeigen, die auf sehr digitaler Ebene sehr, sehr modern, sehr schnell und sehr praxisorientiert, also sie funktionieren wunderbar in der Praxis, wie man heute zu Neuwagen kommt als Händler, also Gebrauchtwagen kommt als Händler. Das Wort Lead Generator rennt jetzt so durch den Markt. Und unter Lead Generator versteht man im Allgemeinen ein Tool, das ganz einfach Neukunden, potenzielle Neukunden Leads reinholt. Ich möchte Ihnen aber auch zeigen, dass der Lead Generator viel mehr ist als sozusagen ein Neukundentool. Ja. Er folgt natürlich auch dem Stammkunden, er servisiert in den Stammkunden, der Horst Pohl hat das vorher angesprochen. Sie müssen auch hier einen Dienstleistungslabel halten. Im Idealfall steigern Sie Ihre Eintauschquote. Und ganz wichtig ist auch hier attraktive Gebrauchtwagen in den Bestand hineinzuschleusen. Und das alles führt am Ende, wenn Sie auch die Kalkulationen einhalten, zu einer Ergebnisverbesserung. Warum ist der Lead Generator nicht nur ein Neukundentool? Ja, auch vorher schon angesprochen, er sollte, und zu dem komme ich auch nachher in weiterer Folge meines Vortrags, er wirkt auch sehr stark auf das Image Ihres Unternehmens hinaus. Also es ist ein, er macht Ihnen sozusagen im Vorübergehen ein modernes Image, er hat eine starke Außenwirkung und er begleitet Sie sehr stark auf der ganzen Customer Journey. Wichtig aus unserer Sicht ist auch, dass er nicht nur jetzt irgendwelche Preise präsentiert, sondern dass er ganz einfach mit hier realen Ist-Marktdaten bestückt wird. Sprich, in diesen Zeiten ändern sich die Märkte sehr, sehr schnell, sind sehr volatil. Gebrauchtwagenpreise steigen um große Prozent, zweistelligen Prozentbereich nach oben. Ja, und da muss man relativ gut drauf sein. Ja. Auch vom Know-how, da kann man sich nicht mehr auf vergangene Erfahrungen verlassen. Ein weiterer Punkt, den ich beim Lead-Generator anbringen muss, Sie brauchen nicht nur einen Preis von dem Fahrzeug, das Sie sozusagen, das Ihnen ein Endverbraucher anbietet oder ein Kunde anbietet. Sie müssen auch wissen, was ist das für eine Ware. Das heißt, sehr zielführend sind auch Informationen. Was ist, ist das ein Langsteher, den ich mir da einkaufe? Habe ich den noch in einem Jahr stehen? Dann werden Sie wahrscheinlich sehr vorsichtig hier agieren. Oder ist das ein Schnelldreher? Na, dann ist das ein sehr geringes Risiko. Der Horst hat gesagt, 6-mal Drehung im Jahr, das entspricht bei 360 Tagen, also in einem 2-monatigen Stand, also sprich 60 Tage Standzeiten. Das ist eine Richtung, im Allgemeinen spricht man bis zu 60 Tagen von einem Schnelldreher. 90 Tage waren bis dato so ungefähr die Mitte am österreichischen Markt, aber 60 sind natürlich viel besser. Preisprognosen natürlich, wie entwickelt sich ein Fahrzeug? Sie sollten auch vielleicht wissen, wie viele ähnliche Fahrzeuge sich am Markt bewegen, ja? Und Sie sollten natürlich auch mit dem Ihr eigenes Pricing überprüfen können. Und das alles so ganz nebenbei. Und was auch wichtig ist, ist nicht nur jetzt via Ihre Homepage das Ganze anzusprechen, sondern ganz auch wirklich die Bandbreite des heutigen klassischen Marketings zu verwenden, nämlich über die Homepage, über Social Media, auch im Printbereich hinein noch, auch Outdoor. Sie haben große Flächen, große Plakatwände vor der oft meistens gut befahrenen Straßen. Und die sollte man alles mitnehmen. Weiter sollten Sie auch Ihre Preisstrategie abbilden können in einem Lead Generator. Sprich, Sie sollten wissen, möchte ich
vielleicht sogar gebrauchte überzahlen? Ja, möchte ich vielleicht für gewisse Marken mehr zahlen, Eigenmarken vielleicht? Ja, möchte ich für gewisse Marken weniger zahlen, wie zum Beispiel Langsteher? Ja, und Sie sollten auch, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, vielleicht nicht einen Preis nennen, sondern vielleicht eine Preisrange, einen Wertebereich, zum Beispiel, was weiß ich, zwischen 95 und 105 oder zwischen 95 und 100% Ihres Händler EKs. Und das ist ganz wichtig, Sie liefern einem Kunden immer nur logischerweise dem Händler EK und nicht den Retail, also nicht den Marktpreis. Ja. Und auch wichtig ist, dass diese Leads sehr rasch an Sie, bei Ihnen ankommen, sodass eine zeitnahe Nachbereitung Ihrer Salesmannschaft oder Ihrer Ansprechpartner gewährleistet ist. Ja. Und was Sie natürlich auch brauchen, ist ein, sage jetzt einmal, monatliches Feedback in die Richtung, wie viele Leads habe ich denn gekriegt? Zusätzlich zu den E-Mails, die Sie wahrscheinlich eh dann noch kriegen über die Leads. Aber wie viele sind denn bei mir überhaupt reingegangen? Wie viele habe ich sozusagen am Weg im Lead Generator selbst verloren? Die haben die Lust verloren, weil sie ganz einfach ihre Adresse eingegeben haben und dergleichen. Und vor allem auch ganz wichtig, wenn Sie, wie Sie oben gesehen haben oder in Ihrer Präsentation sehen, Homepage, Social Media, Print, Outdoor, wo ist denn die Leadquelle her? Wo ist denn, wo habe ich denn den Kunden angesprochen? Und das ist ein Beispiel, zu dem möchte ich noch gehen. Was ich Ihnen aber kurz zeigen möchte, ist, was ist denn der Lead Generator? Und deshalb traue ich mich jetzt oder möchte jetzt hier auf ein kleines Erklärvideo gehen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich sage das jetzt einmal so, wie es ist. Das Verbraucherverhalten ändert sich. Die Verbraucher verbringen mehr Zeit mit der Online-Recherche für ihr nächstes Fahrzeug. Die Beurteilung der Erschwinglichkeit spielt eine größere und frühere Rolle im Kaufprozess. Das beeinflusst, welchen Händler sie kontaktieren. An dieser Stelle bietet der Lead Generator von Indicator einen Mehrwert für ihr Unternehmen. Der Lead Generator bietet Ihren Kunden Zugang zu Indicators marktführenden Bewertungen direkt auf Ihrer Website. Kunden können sofort erfahren, wie viel Ihr Eintauschfahrzeug wert ist und Ihrem nächsten Fahrzeugkauf einen Schritt näher kommen. Basierend auf den genauen Marktpreisen von Indicator behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Gewinnmargen und Preisstrategien. Darüber hinaus entscheiden Sie, ob Ihre Kunden eine exakte Bewertung oder eine Preisspanne erhalten. Die neue markenfähige Plug-and-Play-Lösung von Indicator erfordert keine Neugestaltung Ihrer Website, was eine schnelle Implementierung bei minimalen Kosten ermöglicht. Alternativ können Sie mit dem Bewertungstool von Indicator Ihre eigene, vollständig maßgeschneiderte Lösung entwerfen. Jede Bewertung liefert einen neuen Lead per E-Mail oder direkt in Ihr DMS- oder CRM-System. Der Lead Generator von Indicator kann die Conversion Rate Ihrer Website verdoppeln, was zu mehr Leads für Ihre Vertriebsmitarbeiter führt. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen. Sehen Sie, das ist, wenn es ein bisschen wie ein Werbevideo klingt, aber ich bin ein Riesenfreund von so Erklärvideos, weil sie das auch sehr plastisch darstellen, um was es hier geht. Den Live-Demo lasse ich jetzt aus, weil es eh kurz erklärt worden ist. Ich werde Ihnen am Ende noch einmal die Möglichkeit geben. Wie schon vorher angesprochen, jetzt ziehe ich mich wieder weg. Wie schon vorher angesprochen, grundsätzlich ist ein Lead Generator natürlich auf der Homepage platziert. Ja. Bevor ich Ihnen jetzt zeige, also hier ist jetzt ein Klick, ein Link, ein Flying Widgets, das sind so Fenster, die sozusagen immer oben drüber liegen. Das ist Ihnen, immer Ihnen überlassen. Ja. Technisch gesehen, ja, funktioniert Lead Generator so. Sie haben eine Zugangsquelle über Ihre Homepage oder über einen QR-Code, zu dem Thema komme ich auch noch. Das Ganze geht in Big Data hinein, wird sozusagen mit den Marktpreisen gematcht und am Ende dieses Prozesses kriegt der Händler, kriegt der Interessent ein E-Mail, nämlich eine Bewertung. Ja. Er gibt seine Daten ein, er gibt seine Kontaktmöglichkeiten ein, er beschreibt sein Fahrzeug. Er kriegt eine Bewertung, die Sie vom Pricing her sozusagen im Vorfeld schon ein bisschen abgeklärt haben. Sie kriegen auch ein E-Mail, natürlich mit viel mehr Informationen. Wer ist der Kunde? Wer hat dieses Fahrzeug eingestellt? Das zeige ich Ihnen nachher noch in einem kleinen Beispiel, wie das auszusehen hat. Ja. Was ist denn das überhaupt für ein Fahrzeug? Welche Drehung ist dahinter? Wie viele ähnliche gibt es am österreichischen Markt und dergleichen und so fort? Und wirklich auch die Planbarkeit sozusagen eines möglichen Eintausches hier gewährleistet zu haben. Abischnittstellen, Händler-CM-System haben wir schon gesprochen. Ganz wichtig nochmal das Reporting. Auch genauso wichtig ist, bitte branden Sie es. Branden Sie es mit Ihrem Unternehmen.
schauen Sie, schreiben Sie einen Indikator drauf, schreiben Sie irgendwas, geben Sie Ihr Logo hinein. Der Kunde muss sich sozusagen auf Ihrer Homepage in der Customer Journey immer wieder bewegen. Das heißt, er ist sozusagen Ihr Partner. Ja. Und ganz wichtig für solche Sachen, branden deshalb, bei dem Traffic wollen ja Sie, um dieses neudeutsche Wort zu nennen, die wollen ja Sie auf Ihrer Homepage haben. Das Image wollen ja Sie erhöhen bei Ihrem Unternehmen, ein moderneres Image, und nicht auf einer Börse, auf der vielleicht der Lead-Generator hinlinkt. Ja. Wie schaut denn so eine Dropdown-Liste aus, wenn heute ein Kunde sich einlinkt in einen Lead-Generator? Was geben Sie an? Er beschreibt natürlich sein Fahrzeug, das zeige ich Ihnen, wie gesagt, am Ende. Er beschreibt sein Fahrzeug. Ganz wichtig hier, Modellwechsel vielleicht auch per Bild abklären. Ja. Fahrzeugbeschreibung, er gibt seine Kilometer ein, er gibt natürlich seine Daten ein, Vorname, Nachname. Was auch wichtig ist hier, Telefonnummer. Wenn Sie hier das Feld, ich bevorzuge telefonische Kontaktaufnahme, geben, dann sollte man auch die Möglichkeit hier setzen, vielleicht eine Uhrzeit anzuschreiben, sprich ab 18 Uhr, ich möchte mit meinem Autokauf oder mit meinem Neuwagenkauf erst oder mit meinem Gebrauchtwagen-Eintausch erst vielleicht nach dem Geschäft agieren. Ein guter Lead-Generator sagt, ich interessiere mich, was möchte ich denn überhaupt? Möchte man ein neues Auto kaufen? Möchte man ein gebrauchtes Auto kaufen? Möchte mein Auto verkaufen? Wenn Sie jetzt eine Händlergruppe sind und das Ganze auch auf einer Homepage haben, ist es auch relevant, vielleicht auch den Standort zu sagen, den der Kunde wünscht. Wenn Sie jetzt, sage ich jetzt ein Beispiel, über Oberösterreich verteilt sind, ist es, und der junge Mann lebt in Linz, ist es vielleicht nicht zielführend, wenn die Zentrale, sage ich jetzt, in Salzburg liegt, dass er im Salzburger anrufen, sondern er hat ja schon seinen Ansprechpartner. Ja. Wie gesagt, Auswahl des Wunschhändlers, der Wunschfiliale, und der erhält auch das E-Mail. Also dieser Mitarbeiter oder der Verantwortliche in dieser Filiale erhält auch dieses E-Mail. Ja. Wie gesagt, der Kunden-E-Mail schaut dann so aus, Sie sagen Dankeschön, Sie bewerten ihn, Sie senden einen Preis. Sie haben auch hier den vom Kunden präferierten Standort. Wie schon vorher angesagt, ganz wichtig ist auch diese Preisgestaltung entweder in einer Preisrange zu stellen, aber auch zu customizen. Höhere Preise zu setzen für interessante Fahrzeuge, Eigenmarken, Schnelldreher, niedrige Preise zu setzen für Langsamdreher oder vielleicht Fremdmarken, die Sie gar nicht wollen. Ein Händler-E-Mail ist ein bisschen anders gestaltet. Für mehr Informationen, wie ich schon vorher gesagt habe, Sie haben hier die Lead-Quelle angegeben, also sprich, der ist jetzt zum Beispiel von Ihrer Homepage gekommen. Die Kundendaten, die Kontaktdaten und welche Interessen er hat, also sprich, ich möchte eine Finanzierung, ich möchte einen Gebrauchtwagen. Auch wichtig fürs Cross-Selling, für Cross-Selling-Aktivitäten, dann eine Beschreibung des Fahrzeuges, dann die Wertermittlung, sprich den Angebotspreis, den wir oder den das System oder Sie an den Kunden genannt hat, aber auch den tatsächlichen Einkaufspreis, laut zum Beispiel ins Indikator, und auch der Marktpreis des Kunden, also sprich hier Einkaufspreise und hier Retailpreise. Da sehen Sie auch gleich, in welcher Range bewegt sich denn das Ganze. Und sehr viel Information zum Thema Markt, nämlich Prognose, das ist die Standzeitprognose des Kundenfahrzeugs. Das heißt, Sie sehen da in dem Beispiel, ich weiß nicht, ob man es hoffentlich gut lesen kann, vergleichbare Fahrzeuge verkaufen sich nach ungefähr 107 Tagen Standzeit. Das ist jetzt nicht dramatisch, ist aber auch kein besonderes Fahrzeug. Ja. Und ganz unten noch einmal der vom Kunden präferierte Standort. QR-Code. Ein Lead-Generator sollte nicht nur jetzt über die Variante gehen, dass Sie sozusagen einen Link auf der Homepage anklicken, sondern Sie sollten es auch raustransportieren können. Dafür ist QR-Code wunderbar, auch mit Logo versehen. Wie gesagt, wenn Sie ihn verteilen auf verschiedene Marketing-Plattformen, also Marketing-Möglichkeiten wie Outdoor, Indoor, Print oder dergleichen, müssen, möchten Sie auch wissen nachher für das Kampagnen-Controlling, wo ist denn dieser Lead entstanden? Das ist wichtig, dass Sie das mittracken können. Und ich möchte dann hier abschließend, bevor ich Sie dann zu einem Live-Einstieg motiviere, den ich aber gar nicht mehr begeistern, das können Sie dann selbst machen, wo wir denn so Lead-Generator einsetzen, was sich sehr gut gezeigt hat. Es gibt die Möglichkeit, am Infofolder, am Fahrzeug, vielleicht in der Beschreibung, ihn hier irgendwo reinzusetzen, ja, direkt irgendwo am Auto selbst. Sie haben die Möglichkeit, ihn auch vielleicht in Gebrauchtwagen-Plattformen als letztes Bild hineinzunehmen, damit er direkt beim Einkauf ist, wenn Ihnen Ihr Anbieter das nicht mitliefert. Ja. Sie können diese Lead-Generators natürlich über QR-Code oder direkt Link in Social Media oder auf Facebook machen. Wir haben da ein paar
ein paar Kundenbeispiele gebracht von uns. Also ich sage jetzt nochmal hier eine große Händlergruppe in Wien, die sehr stark in Facebook-Werbung geht. Hier ein Fahrzeugimporteur, der das für seine österreichischen Händler macht, auch mit einem Link in den Social Media drinnen. Wir haben die Möglichkeit, auch den QR-Code zum Beispiel auf der Außenfassade oder auf Pylonen auf einer Plakatwand zu präsentieren. Ja, das hat den großen Vorteil, speziell jetzt während der Pandemie hat es den großen Vorteil gehabt, dass diese Unternehmen natürlich in geschlossenen Standorten, die ganz auch geschlossen sein mussten, auch erreichbar waren. Das heißt, der Kunde konnte hier sein Fahrzeug bewerten, sie haben ein Lead reingekriegt, obwohl gar keiner da war. Das funktioniert natürlich auch am Sonntag, in den Nachtstunden, Sonn, Feiertag, wann immer. Ja. Auf Pylonen, da wird es wahrscheinlich nicht erlaubt sein, aber jeder hat so Plakatwände vor der Tür. Und das funktioniert und auch umgesetzt wird, ist zum Beispiel auch wieder hier ein Kunde von uns, der das sozusagen auf einer Plakatwand hier präsentiert hat. Ja. Sie können mit einem QR-Code auch in statische Printzeitungen gehen. Gleich sozusagen als Werbung schalten, ja, mit der Möglichkeit, ich hätte gerne Auto, gehen Sie hier hinein. Sie bringen den in einer lokalen Zeitung, Regionalzeitungen sehr, sehr gut auf Ihre Homepage, sehr, sehr gut in Ihre Kontaktdatenadresse. Man kann es, das war früher aber üblich, natürlich auch auf Visitkarten geben. Auch ganz wichtig jetzt abzuschließend, das Ganze muss natürlich GDPR-fähig sein, das heißt, Vorabfrage, Nutzungsbedingungen aktivieren, Datenschutzbedingungen abhaken, anklicken, auch sozusagen die Weiterverwendung der Daten ja anzuklicken, das ist immer normal drin. Und damit Sie auch sehen, dass das nicht nur auf einer Homepage funktioniert, ich habe Ihnen da jetzt sozusagen final hier einen Test-Lead-Generator abgebildet. Sie können gerne, wenn Sie das probieren, Ihr Handy nehmen, gehen Sie auf die, beim iPhone geht es auf der Kamera, gehen Sie da drauf und Sie sind sozusagen direkt, werden direkt in den Lead, in einen oder in einen Demo-Lead-Generator geführt. Der ist live, mit dem können Sie auch arbeiten, geben Sie Ihre Daten ein, bewerten Sie Ihr Fahrzeug, Sie werden sozusagen das Kunden-E-Mail bekommen, ja, mit einer Preisfeststellung. Nichts Fiktives, das funktioniert auch, das ist nur auf 100% Preis eingestellt, also ist ohne taktischen oder strategischen Ansatz, ja. Ja. Abschließend, wie gesagt, trauen Sie sich über, wie der Horst Bohl auch schon gesagt hat, trauen Sie sich sozusagen auch diese nächsten kleinen Schritte in die Digitalisierung gehen. In einer sehr schnell wachsenden Zeit ist, glaube ich, ich sage mal, die Tragfertigkeit oder die Live-Bewertung eines Fahrzeugs sehr, sehr wichtig geworden. Und ja, ich hoffe, es war informativ und wünsche auch für die Zukunft viel Erfolg damit.